Der Durchstieg am Großglockner ist Erfolg. 20 Mitarbeiter der Grohack haben etwa 3 Wochen daran gearbeitet, praktisch bei jedem Wind und Wetter. Es ist praktisch wie das Neujahrskonzert, ein jährlich wiederholendes positives Ereignis. Die Schleusen gehen auf, der Sommer kann kommen und wir warten in etwa 1 Million Besucher hier am Großglockner. Die Schneemengen, die bewegt wurden, sind wirklich unglaublich. 700.000 Kubikmeter Schnee, das bedeutet, wenn Sie sich vorstellen, einen Zug von Wien bis nach Salzburg durchgehend mit Waggons, befüllt mit Schnee bis oben hin. Eine unfassbare Schneemenge, die unsere Grohackler hier beseitigen und wegräumen, damit 1 Million Besucher im Sommer hier den Großglockner und die Großglockner Hochalpenstraße erfahren und befahren können. Freie Fahrt ab 28. April hier auf der Großglockner Hochalpenstraße.